Julian aus Nürnberg. Ich bin jetzt auf dem Weg ins Fitnessstudio. Da treffe ich dann den Max und werde mir ein bisschen was über Krafttraining im Tischtennis filmen. Bis dann. Die wenigsten Tischtennisspieler gehen ins Fitnessstudio und wenn, nehmen sie oft das Falsche. Deswegen gebe ich euch heute einen kleinen Einblick, was ihr anders machen könnt, was ihr trainieren könnt, was mehr Sinn macht. Und genau, wir sind jetzt dann im Fitnessstudio. Ich warte noch auf den Max und dann sehen wir uns in den. Wir sind bei der ersten Übung, Bankdrücken. Ist auch eine super Übung, einfach um eine Grundmuskulatur aufzubauen. Viele Tischtennisspieler denken immer, ja, okay, ich werde irgendwie zu viel Muskeln haben und bin unbeweglich, aber es ist eine super Übung, um einfach eine Grundmuskulatur aufzubauen, vor allem für die Brust. Und also der Tiefsitz wird trainiert, auch wenn wir den nicht unbedingt Tischtennis brauchen. Und genau, jetzt erzähle ich mich kurz hier bei einer Übung, Bankdrücken. Klimmzüge, auch Kniebeugen, super für Muskelaufbau, Tischtennisspieler in der Saisonvorbereitung oder so, vielleicht nur empfehlen, solche Grundübungen mit einzubauen und dann wirst du auch erfolgreicher werden, wirst du besser Körper bekommen, wirst athletischer werden, deswegen probier diese Übung auf jeden Fall aus. Hier haben wir eine Übung, da dreht ihr oder zieht ihr nach hinten, für den Rücken ist die Übung auf dem Tischtennis so, dass wir eine schlechte Körperhaltung haben, wir sind immer so gebückt da und sowas, deswegen versucht euren Rücken zu trainieren und deine Stabilität aufzubauen, deswegen sind solche Übungen richtig gut. Ich zeige euch mal, wie ich diese Übung mache. Hier haben wir Max. Max macht die gleiche Übung. Ist aber kein Tischtennisspieler, deswegen muss er auch mit anderem Gewicht arbeiten und anderer Wiederholungszahl. Denn er verfolgt eben ein anderes Ziel als wir Tischtennisspieler. Wir wollen ja besser werden im Tischtennis und Max versucht eher Muskeln aufzubauen, guten Körper zu bekommen. Genau. Kurzes Gewicht erhöht. Ist nämlich auch wichtig im Tischtennis, die Maximalkraft eben zu trainieren, denn die Maximalkraft ist eigentlich dafür da, also ist für die Schnellkraft wichtig. Deswegen kannst du ruhig mit mehr Gewicht arbeiten und kannst auch längere Pausen einbauen. Zum Beispiel Tom Bosik, den kennt ihr ja alle, was mit dem habe ich letztens darüber geredet. Er empfiehlt auch zum Beispiel mit viel Gewicht zu trainieren oder hatte einen Trainer, der es empfohlen hat mit viel Gewicht und dann aber auch längere Pausen, zum Beispiel 3 bis 5 Minuten Pause. Genau, wir sind jetzt einfach mal im Hantelbereich, weil ich einfach ein paar Bizepsübungen machen oder einfach nur eine Bizepsübung für die Hantel. Da ist dann auch wieder so, wenn du einen guten Körper hast, wenn du dich gut in deinem Körper fühlst, dann trittst du auch ganz anders in der Öffentlichkeit auf. Nicht nur jetzt beim Sport, sondern auch allgemein im privaten Leben. Aber nehmen wir einfach mal als Beispiel Tischtennis. Du hast einen guten Körper, fühlst dich gut, fühlst dich fit, hast Energie vielleicht von der Ernährung auch noch. Und dann gehst du einfach auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein an die Platte. Wenn du, oder an den Tisch, viele sagen ja Tischtennis, Platte ist eigentlich das Gleiche. Genau, gehst du halt anders daran und wenn du zum Beispiel gegen einen Gegner spielst, der eigentlich besser ist als du oder mehr Punkte hat, dann gehst du da ganz anders rein. Wenn du so ein Selbstbewusstsein hast und du fühlst dich gut, du hast gut trainiert, du hast einen guten Körper, du weißt, du bist ein athletischer als dein Gegner, dann gehst du da ganz anders rein und bist motivierter, bist fit, hast keine Angst vorm Verlieren. Das lehrt dich ja auch dieses Fitness bisschen, der Sport. Also Tischtennis klar, ist Disziplin auch gefragt, aber im Fitness nochmal viel, viel mehr, weil da siehst du wirklich ganz genau, okay, das, was du reinsteckst, kommst du auch wieder raus. Eben siehst du direkt das Feedback, okay, deine Muskeln wachsen, du bekommst einen besseren Körper. Und
Genau, deswegen kann ich dir auch nur empfehlen, geh regelmäßig ins Fitnessstudio oder mach allgemein einen anderen Sport und halte dich fit, denn so wirst du ein ganz anderes Selbstbewusstsein aufbauen und das bringt dich dann im Tischtennis auch direkt wieder weiter. Nicht nur eben vom Athletischen, vom Fitness, sondern auch vom Selbstbewusstsein, denn automatisch, wenn du einen guten Körper hast, steigt auch dein Selbstbewusstsein. Da ist auch so, wenn du gerade eben beginnst, erst mit dem Training und startest erstmal mit weniger Gewicht und machst eine saubere Ausführung, lernst das Ganze erstmal Schritt für Schritt. Das ist wie im Tischtennis. Erstmal, wenn du kannst du langsam spielen und irgendwann kannst du nur noch irgendwann später schneller spielen. Deswegen fang jetzt mit weniger Gewicht an, lerne die saubere Technik, die saubere Ausführung wie im Tischtennis und dann kannst du auch irgendwann dein Gewicht steigern. Aber wichtig ist, mach die korrekte Ausführung, denn sonst wirkt sich das Ganze eher negativ anstatt positiv aus. Wir machen hier jetzt noch eine Bauchübung. Ist der Max jetzt erstmal hier dran und genau wichtig bei der Übung ist so allgemein beim Bauchmuskeltraining ist, dass die oberen Bauchmuskeln die unteren Bauchmuskeln überlappen. Und wir hier sehen beim Max. Genau, oft wird ja auch gesagt, dass Bauchmuskeltraining zum Beispiel für Sportler oder richtige Athleten eigentlich wenig Sinn macht. Genau, es ist im Endeffekt so, dass die Bauchmuskeln überall belastet werden, egal bei welcher Übung, egal bei welchem Sport. Wenn du schnelle Bewegungen machst, beim Bankdrücken, Klimmzüge, immer werden die Bauchmuskeln wenig belastet. Deswegen macht es immer Sinn, das Bauchmuskeltraining am Ende des Trainings zu machen. Da könnt ihr einfach das Gewicht in die Hand nehmen und dann eben so damit nach oben gehen. Ciao.